Die Schwarzarbeit in Deutschland boomt Jahr für Jahr, gehen dem Staat dadurch hunderte Millionen Euro an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen verloren. Der Zoll versucht mit Razzien den Betrug aufzudecken, doch die Dunkelziffer bleibt hoch, denn es sind nicht genügend Beamte verfügbar, um alle verdächtigen Betriebe zu überprüfen. Hallo, eine Kontrolle, Hauptzollamt ab, und wir brauchen einmal alle Ausweise von den Arbeitnehmern. Passport. Es geht um illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit und Sozialbetrug, als die Zollbeamten den Betreibern dieses Nagelstudios im westfälischen Herne genau auf die Finger schauen. Denn der Schaden, den Schwarzarbeit in Deutschland verursacht, ist immens. Die Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls versucht daher, mit Razzien Fälle von illegaler Beschäftigung aufzudecken. Das führt natürlich dazu bei, dass wir für soziale Gerechtigkeit sorgen wollen, dass jedes Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt. Ne? Weil solche Unternehmen, die Leute beschäftigen, die nicht angemeldet sind oder wo das mit der Arbeitsgenehmigung nicht passt, natürlich anderen Unternehmen, die alles ehrlich machen, natürlich voraus sind. Annähernd 43.000 Betriebe haben Zollbeamte bundesweit im vergangenen Jahr überprüft. Daraufhin wurden mehr als 101.000 Strafverfahren eingeleitet. Der so aufgedeckte Schaden belief sich auf rund 615 Millionen Euro. Insgesamt wurden die Täter und Täterinnen zu 987 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. In den Jahren davor lagen die Zahlen noch höher. Dabei ist die Dunkelziffer hoch. Betroffene Branchen sind vor allem das Baugewerbe, das Hotel- und Gaststättengewerbe, Gebäudereinigung sowie die Bereiche Spedition, Transport und Logistik. Es organisieren sich Strukturen im Bereich der organisierten Formen von Schwarzarbeit. Das sind organisierte Kriminelle, das sind Clanstrukturen, mit denen wir es hier zu tun haben. Das ist nicht der klassische Ameisenverkehr, ich sag mal der Nachbarschaftshilfe, die geleistet wird, sondern das sind tatsächlich organisierte Formen der Schwarzarbeit. Für den Staat bedeutet Schwarzarbeit konkret, es werden keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt, Steuerhinterziehung, da Lohnsteuer und andere Abgaben nicht geleistet werden, und Leistungsbetrug, wenn Sozialleistungsempfänger staatliche Unterstützung erhalten, obwohl sie selbst Einkommen erzielen. Doch genau da liegt ein Problem. Gehen Sozialleistungsempfänger einer regulären Arbeit nach, um zum Beispiel ihr Bürgergeld aufzustocken, sind die Abzüge von den staatlich gewährten Leistungen so hoch, dass sich das Arbeiten kaum lohnt. Ein Arbeitsanreiz ist das nicht. Das Bundesarbeitsministerium bereitet daher eine Reform der Abzugsmodelle vor, um Erwerbsanreize für Leistungsempfänger zu steigern. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.